Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder ein neuer Sportvlog. Ich bin heute in Halle. Halle an der Saale. Also eigentlich in der Nähe von Halle. Nicht so richtig in Halle. So ein paar Kilometer davor bin ich im Hotel. Und was ich hier mache und was ich vorhabe heute jetzt beim Laufen, erzähle ich gleich nach dem Intro. Heute in der Nähe von Halle an der Saale will ich so eine Stunde 30, also 90 Minuten Jogging machen. Und dann bin ich froh, gehe ich zurück in mein Hotelchen, habe mir schon mein Essen zurechtgelegt. Alles total gesund. Knäckebrot, Joghurt und so ein Käse. Der Käse war nicht dabei. Und freue mich schon drauf, wenn ich hier gleich durch bin. Was mache ich in Halle? Ich habe Kinderbuchlesungen in Halle. Zahnindianer, kann ich mal einblenden. Zahnindianer lese ich vor. Ein paar Kindergärten mache ich das. Und deswegen bin ich in Halle unterwegs. Mache ich fast jedes Jahr. Ist immer ganz cool, die Tour hier in Halle. Und da bin ich immer im gleichen Hotel und kenne schon die Laufroute. Hier bin ich jetzt gerade im Feld bei Peißen, nennt sich das. Peißen, so ein Mix aus Pissen und Scheißen. Daran muss ich leider immer denken, wenn ich hier durchlaufe. Aber nur denken. Ja. Ich laufe jetzt noch mal ein Stückchen weiter. Ich bin schon 20 Minuten unterwegs, aber melde mich gleich nochmal. Ich bin jetzt angekommen in meinem ersten Wendepunkt. Erster Wendepunkt deswegen, weil ich kenne mich hier nicht aus und will hier will ich zweimal hinlaufen. Das heißt, einmal habe ich jetzt geschafft nach 23 Minuten. Bedeutet 23 Minuten hin, 23 Minuten zurück. Viermal bedeutet, sind dann knapp 100 Minuten. Nicht ganz. Also es wird auch 90 Minuten rauslaufen, denke ich. Gucken wir mal. Bin mal gespannt, wie es läuft. Vielleicht sind es auch 100 Minuten, weil ich werde ja immer langsamer mit der Zeit. Auch zu bedenken. Mal sehen, wie es läuft. Ich bin jetzt angekommen an meinem zweiten Wendepunkt. Also eigentlich bin ich wieder zurück beim Hotel. Aber hier wende ich wieder und laufe die gleiche Route nochmal. Ich habe jetzt 48 Minuten hinter mir. Das Ganze nochmal sind dann, keine Ahnung, ein paar 90. Werden sehen, vielleicht sind es auch 100 am Ende. Bis gleich. Ich bin jetzt knapp eine Stunde und 5 Minuten unterwegs. Und es läuft eigentlich gut. Wetter ist gut, kann man sagen, auch wenn es nicht die Sonne scheint, was man normalerweise unter gutes Wetter verstehen würde. Aber zum Laufen ist es wirklich gut, angenehm. Es ist nicht so, dass es kalt ist und es ist auch nicht zu warm. Es regnet nicht. Von daher super Laufwetter für mich. Und ich habe jetzt noch ungefähr 5 Minuten oder sowas. Ne, hör mal, wie viel? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, werde ich gleich sehen. Bis zu meinem Wendepunkt. Wie viel ist denn das? Keine Ahnung. Und dann muss ich noch wieder zurück. Aber erstmal wieder zum Wendepunkt kommen. Ist noch ein Stückchen. Mann, oh Mann. Reden ist auch nicht so einfach bei der Anstrengung. Gleich komme ich an meinem Wendepunkt an. Ich bin jetzt 72 Minuten unterwegs. Und jetzt muss ich nur noch zurück. Und dann werden es über 90 sein. 96. Mal gucken. Irgendwie sowas in dem Dreh. Hier drehe ich mal wieder. Wie vorhin. Und mal gucken, wie weit ich komme. Oder wie schnell ich wieder da bin, sagen wir so. Weil wie weit, weiß ich ja jetzt schon. Ich muss zurück zum Hotel. 96 Minuten, 97 Minuten. Das schätze ich mal so ungefähr. Eigentlich muss ich da jetzt über die Schienen drüber. Und die Schranke ist zu. Deswegen muss ich noch mal kurz hier auf dem Weg ein bisschen rumlaufen. Ich glaube, da hinten kommt schon der Zug. Und
Dadurch, dass der sich jetzt in Bewegung setzt, kann ich wieder Richtung Schranke laufen. Kommt er gleich. Und dann komme ich über den Bahnübergang drüber und muss nicht stehen bleiben. Ja, hat eine Minute länger gedauert als sonst. Wo ist denn jetzt die Bahn? Da, genau. Da ist er. So, ich hoffe, die Schranke geht jetzt hoch und nicht noch so ein dusseliger Zug kommt da an. Weil dann ist er doof. Muss ich ja nochmal hier durch die Gegend eiern, ohne dass ich mich vorwärts bewegen kann. Ah, die Schranke geht hoch. Sehr gut. Jetzt, da sieht man es, weiß ich nicht. Auf jeden Fall mache ich mich jetzt drüber. So, hier ist der Bahnübergang. Dürfte jetzt gerade nichts kommen. Wer weiß, wer weiß. So, jetzt habe ich noch so 12 Minuten vor mir, glaube ich. Da bin ich da. Ich habe es geschafft, ich bin da. Genau 100 Minuten gebraucht. 100 Minuten, um die Strecke zweimal hin und her zu laufen. Ich gehe jetzt ins Hotel, werde schön was futtern, mir schon alles bereitgelegt, da habe ich Bock drauf. Alter, habe ich da Bock drauf. Und werde einen angenehmen Abend haben, gucke ein bisschen Fernsehen und dann morgen geht's zu den Lesungen. Cheerio, Miss Sophie, bis zum nächsten Sportvlog. Ich freue mich drauf. Bis dann.